Hasehirn. So. Kiel? Kiel, junger Mann. Wetten? 72? Keine Ahnung. Ja. So 70. Das ist doch nicht wichtig. Pfundzahlen sind nicht wichtig. Treffen ist wichtig. Pop. Besser als deiner. Fuck. Besser. Hey, das muss ich wieder rausschneiden. Alter, 10er, beiß mir den Arsch. Bogensport Extrem bekommt kein Geld. Nicht von dem Merchandising, nicht von dem T-Shirt und auch nicht von den Bögen. War noch nie und ist immer noch nicht. Ich gebe Trainerstunden, okay. Seid mir nicht böse, meine Zeit kostet Geld. Das bisschen Know-how, was da ist, auch. Und, aber ansonsten nichts, nada, nothing. Wir sind für den Bogensport da. Macht einfach mit. Bogensport voranbringen, das ist unser Ziel. Das war es schon immer und das bleibt es auch. Und alle, die bei uns mitmachen im Team, müssen keinen Clubbeitrag zahlen oder irgendwas. Die teilen einfach unsere Begeisterung am Bogenschießen. Mehr nicht. So, jetzt genug gelabert. Ich war komplett in Gedanken, sorry. Komplett, das ist jetzt auch absolut nicht gespielt, das meine ich wirklich. Halt mal den Bogen so ein bisschen unter dein Gesicht. Hopp, oder so, genau. So, jetzt Glück mit dem Scheiß. Josef! Grüße gehen raus, Josef! Genau! Gemorsche, hier sind wir wieder. Bogensport Extrem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Aber ja, er hat recht, da sind wir wieder. Bogensport Extrem. Hier die Spaßbremse aus Baden. Passt. Wir stellen vor heute den Demon Hunter von Bogenbau Hohenreiter. Und deswegen habe ich mir auch den Marc hier eingeladen. Nicht, dass er halt ein Anhänger von Bogensport Extrem ist, schon seit längerem. Er war der erste bei uns in der Gruppe, der einen Kurbus geschossen hat vom Josef Hohenreiter. Und zeig mal hier, das Teilchen hier. Ist es deine Idee gewesen oder die vom Josef? Ich habe dem Josef gesagt, Josef, bau mal was, was keiner hat. Und dann haben wir miteinander kam das raus. Ein bisschen Brainstorming gemacht. Und er sagt, ich will irgendwas mit. Und hier, guckt euch das an. So Schädel oder so, und dann hat man das gegossen. Und wie bist du zufrieden mit dem Teil? Bombe. Das Ding, das. Du hast den jetzt wie lange? Ich habe den jetzt, lass mich lügen, das ist eineinhalb Jahr ungefähr, habe ich den. Das ist mein erster Bogen, den ich gekauft habe, bevor ich meinen Falke gekriegt habe. Okay. Und ich habe immer gedacht, das sind dann noch Wahnsinns Geschwindigkeitsunterschiede, gibt's auch nicht. Das Ding da hier mit den 500er Pfeile ist fast so schnell wie mein Falke und das hält mich irgendwie ein bisschen sprachlos. Und ist leichter noch, ne? Ja. Oh, das ist halt wirklich ein Kastenbogen. Josef, baut euch denn, wie ihr ihn haben wollt, der macht auch wirklich da eine Handangleichung. Also das hat den Namen Kastenbogen auch verdient. Ja, da muss man noch dazu sagen, das will ich ausdrücklich hier noch erwähnen. Der Sepp ist einfach ein total lieber Mensch. Mit dem kann man schwätzen, mit dem kann man sagen, Sepp, bauen wir mal was, was es sonst nicht gibt, mach dir mal Gedanken und dann macht er das auch und dann kommt immer was Geiles dabei raus. Und das finde ich einfach sehr cool. Stark, sehr stark. Muss ich auch sagen, ich bin wirklich begeistert. Ich habe mich da ein bisschen reingefuchst hier in die Materie von Hohenreiter. Das ist wirklich, wirklich beachtenswert. So einfach ist, muss ich das schon sagen. Ja. Und diese Idee mit dem Demon Hunter, die ich ihm da ein bisschen einpflanzen konnte, hat er wahnsinnig gut umgesetzt. Also das Design ist von ihm, nochmal, das habe ich ihm nicht vorgeschlagen. Er wollte dieses Extremere mit diesen Dämonenköpfen einfach mal umsetzen und ich finde es echt, er war sogar ein bisschen, Thomas, meinst du nicht, das ist zu heftig? Nein, das ist ein Bogen, der ist wirklich einzigartig. Traumhafte Verarbeitung und Josef, so wie der Marc auch gesagt hat, einfach ein total lieber Kerl, ja. Mit dem kann man reden und dieser Bogen, das sage ich jetzt noch was dazu ein bisschen, erkläre die Details und dann schießen wir ein bisschen und alles ist gut. Und hier, stellen wir noch mal vor, an unserem Rexy hier, lässt mich nie im Stich, Herr Gute, war Mike schon wieder ein bisschen verzweifelt letztes Mal. Hier, der Kurbus vom Marc hat hier auch ein paar Leuchtdioden eingebaut. Finde ich schick, ne? Hat was. Echt toll. Und mit dem Rabenskull, mit diesem Geierskull noch oben drauf auf dem Bogen. Ist echt besonders. Und hier, Demon Hunter. Und deswegen habe ich mir auch Marc eingeladen mit dem Kurbus.
eigentlich auch noch den Markus Schmiedinger. Hey Markus, Gruß, aber er ist halt wieder, hat wirklich einen wichtigen Job, muss man einfach auch so sagen. Und wie immer bei den Jobs, hochwichtig, aber unterbezahlt, ist leider so. Markus, Gruß, schade, dass du nicht dabei bist, weil Markus hatte auch einen Kurbus und ich wollte ein Video machen mit drei Kurbusse, Plural, keine Ahnung. Das überlegen wir uns noch. Frag Tonreiter, der kann euch alles sagen über die Kurbus und Kurbusse. Ja, Markus, ich blende noch ein Bild ein von ihm mit seinem Kurbus. Und wir sind jetzt hier am T-Rex und schießen ein bisschen und genießen die Zeit hier noch ein bisschen im Parcours. Und ich hoffe, ich kann euch neugierig machen auf die Arbeit vom Josef. Rentiert sich auf alle Fälle. Guckt vorbei, das ist ein Knaller. Ist eine schöne Linie, der ist auch wirklich gut geflogen. Welche Seite des Ausredenbuchs bemühst du? War gerade, ja, alles klar, mach. Du gehst mal wieder ins Training bei mir, aber mit Nackenschelle und allem, hör mal. Und jetzt bist du total runter. Herr den Bogen. Hase. Hasehirn. Kill, junger Mann. Wetten? Komm, gib mal der andere. Jetzt mit dem Demon Hunter, vielleicht wird es besser. Ja. Und mit Treffergarantie-Pfeil halt, ne? Selbst tut mir leid, der ist einfach besser. Das ist der Burner. Das ist jetzt allerdings wirklich der Burner, ne? Also unfassbar, du schießt mit dem Bogen auch auf Anhieb besser als mit deinem Standardbogen. Scheiße. Nix Scheiße, ist schon sehr gut. Sehr geil. Und? Das war meiner, oder? Ja, geschissen, das war meiner. Zwar mit deinem Bogen, aber das war meiner. Und der war der mit meinem Bogen, den du geschossen hast. Siehst du mal, ne? Ja. Treffergarantie, Cresting drauf, ja. Deswegen passt, ne? Ja. Und hier sind wir am Moschusochsen. Ich zoome zurück, damit ihr seht. Wir haben uns erklecklich entfernt. Und da ist Marc mein Marc und schießt mit dem Kurbus. Schade, dass Markus nicht da ist. Grüße Markus, von mir auch noch. Und man muss gesagt sein, Hohe Reiter verbindet. Durch den Sepp habe ich den Markus dann kennengelernt. Boah, Alter, was ist denn das für ein Spruch? Wir sind ja keine Partnerbörse hier, verflucht nochmal, für nicht vermittelbare. Was guckst denn du hier? Was auf, ich kann auch werden, oder? Alter, also ich leg nach, auf Schieß. Gut. Das ist unglaublich. Ich bin nur gelabert. Oh. Mark for Germany. Mit Leuchtnock. Oh. Quick and dirty, das kann ich gar nicht leiden, sowas. Nochmal. Ja. Ruhig. Ja. Der Pfeiler war jetzt aber ganz schön geschwänzelt. So, c'est moi. Ist jetzt hier mit einem 400er das Bein. Ich habe da tatsächlich noch einen gefunden in meinen alten Beständen. Oh, ich glaube, da war der Finger. So. Tja, er konnte damit rechnen. Plopp. Der ist im Spot, junger Mann, der ist im Spot. So. Und dann mit der Treffergarantie ist es natürlich noch einfacher, ne? Bogenschwert Extreme Cresting. Da ist noch eine Fusselstring drauf von Mike, dann geht's. Und die Sturmvogel, mein Gott. Und ein Wrestling. Wie was? Ein Wrestling ist noch drauf. Ich hab doch gesagt, das Bogenschwert Extreme Cresting. Ups. Alter. Ich bin Mann, ich kann nur eins, entweder Filme oder Zuhörer. Gnadenlos. Tja, wer könnte damit rechnen? Jetzt gib mal her das Teil, ich will auch mal schießen, nicht nur labern. Was meinst du mit dem Griffstück? Hä? Der Grip ist auch geil. Ich weiß nicht, was hat er dann drauf? Josef nennt es Shark Skin, damit man nicht abrutscht, also es ist wirklich schön rau. Man sieht gar nichts, aber es ist wirklich so richtig, richtig Sharkskin halt. Details fragt den Josef, warum muss ich hier immer von Sachen erzählen, von denen ich keine Ahnung habe, wie Bogenschießen. Aber der Josef fragt einfach den Josef Hohenreiter, hochinnovativ, wie schon gesagt. Also ich muss ja sagen, ich bin selber ein Fan von Iron Maiden. Ja, deswegen
Und da kriege ich schon ein dickes, fettes Grinsen ins Gesicht. Das ist schon Teil dann diese Dämonen, ne? Number of the Beast. Da willst du auch noch einen Pfeil von mir? Ja. Was schießt du für? 500er? Nee, 500er. Das ist zu weich. Ja. Der ist zwar ein bisschen zu hart, du musst ein bisschen nach rechts ausgleichen. Aha. Dann geht es perfekt. Also ungefähr 10 cm rechts neben dem Punkt halten, den du treffen willst. Dann gleichst du den Spine aus. Oh je, wer konnte damit rechnen? Der ist geil, ne? Alter, der ist geil, oder? Hier, einen kriegst du noch. Der zieht sich. Wie viel hat der? 60 auf 28. Wir haben jetzt gemessen. 72? Keine Ahnung. Ja. So 70. Das ist doch nicht wichtig. Pfundzahlen sind nicht wichtig. Treffen ist wichtig. Pop. Besser als deiner. Fuck. Besser. Hey, das muss ich wieder rausschneiden. Alter, Zehner, beiß mir in den Arsch. Und da ist er ganz stolz. Dämonen Power. Ich musste ihm hier nachsetzen. Bogen zurückholen. Aber guck, ne, was ich gesagt, 400er Spine. Perfekt. Spot. Und die anderen muss ich ausgleichen, ne? Das Bein muss ich halt, das ist, aber ich bin, damit bin ich immer noch zufrieden. Das ist Bauhander Max-Entfernung gewesen, also gut 55 Meter haben wir den Moschus Ochsen stehen. Und auch Marc dann tatsächlich, zweimal. Und besser als mit deinem, junger Mann, besser als mit deinem. Ich kann es nicht reden. Hier sind wir am letzten Schuss des Tages heute. Marc ist uneinholbar vorne. Lass mich doch auch mal Schätzchen machen, Mensch. Hab doch sonst nichts zu lachen. Oh ja, okay. Es ist weit, großer Hirsch. Und wieder drüber. Nee? Doch? Nee, ja, nee, ist drüber. Ja. So, ich gehe mal davor. Ich kann das Elend nicht sehen, wenn du löst. Gehe ich mal ganz nah aufs Tier. Ja, wenigstens einmal. Gut. Ja. So, dann schieße ich noch einmal mit dem Demon Hunter. Letzter Schuss mit dem Demon Hunter. Ja. Ich möchte den Bogen halt auch nicht zu sehr strapazieren, weil der geht natürlich zurück zum Josef Hohenreiter. Ich will dem da nichts abziehen. Den könnt ihr dann kaufen beim Josef Hohenreiter. Also wirklich, da ist jetzt nur zweimal geschossen. Einmal wird noch kommen, weil der Steve kommt. Und ich passe da natürlich sehr drauf auf. Das ist überhaupt keine Frage. Und Josef ist da immer gerne bereit, da natürlich, wenn ihr was habt, noch was dran zu ändern. Aber das ist halt wirklich ein einzigartiger Bogen. Marc ist... Ich bin begeistert. Ist echt wahr. Ich finde es jetzt echt schade, dass du gesagt hast, dass der zu verkaufen ist. Der wird zu verkaufen sein. Also den gibt es bei der Oxbow. Bogensport Extrem wird zum ersten Mal dieses Jahr auf große Bogenmessen gehen, mit eigenem Stand vertreten sein. Und der Bogen, vielleicht lässt mir der Josef den noch da, vielleicht für den Messestand. Aber wenn er nicht bei uns ist, Josef Hohreiter ist auch bei der Oxbow vor Ort als Messebeteiligter, dann sieht er den da. Und genau wie die anderen Bögen, die er mir geschickt hat, die kriegt er alle zurück. Wir, Bogensport Extrem, will vorstellen, was es gibt im Bogensport. Sehr gerne solche tolle, ausgefallene Teile. Aber wir bereichern uns daran nicht. So einfach ist es schon. Das tun wir nicht. Und immer noch, das zählt nach wie vor, Bogensport Extrem bekommt kein Geld. Nicht von dem Merchandising, nicht von dem T-Shirt und auch nicht von den Bögen. War noch nie und ist immer noch nicht. Ich gebe Trainerstunden, okay, seid mir nicht böse, meine Zeit kostet Geld. Das bisschen Know-how, was da ist, auch. Und, aber ansonsten nichts, nada, nothing. Wir sind für den Bogensport da. Macht einfach mit. Bogensport voranbringen, das ist unser Ziel. Das war es schon immer und es bleibt es auch. Und alle, die bei uns mitmachen im Team, müssen keinen Clubbeitrag zahlen oder irgendwas. Die teilen einfach unsere Begeisterung am Bogenschießen. Mehr nicht. So, jetzt genug gelabert. Es ist weit. Spot. Fertig. Dann. Wie gesagt, letzter Schuss des Tages. Hat viel Spaß gemacht. Also mit einem neuen Bogen macht sowas natürlich immer Riesenspaß und gerade mit so einem krassen Teil. Ist echt ein Knaller. Gib her, Wurstfinger. Also das war's und ein Gruß geht raus natürlich. Ein Gruß geht raus natürlich
Ja, Sepp, servus. Ich war komplett in Gedanken, sorry. Das ist jetzt auch absolut nicht gespielt, das meine ich wirklich ernst. Halt mal den Bogen so ein bisschen unter dein Gesicht. Hopp, und dann, so, genau. So, jetzt Glück mit dem Scheiß. Josef! Grüße gehen raus, Josef. Genau. Ich hoffe, wir laufen uns mal über den Ich bedanke mich. Es war eine Ehre, den Bögen vorzustellen. Und hier, es war auch sehr schön, dass du das umgesetzt hast für uns. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bleibt neugierig, bleibt uns gewogen. Und wir geben weiter Gas. Haut rein. Servus. Nimm ruhig mal in die Hand, komm. Ja. Dafür sind sie da, sind Bögen. Boah. Wie der in der Hand liegt. Richtig. Schon krass, ne? Ja. Also diese Daumenauflage, dieser Daumenrest ist auch wirklich mit Knochen versehen. Ja. Ihr guckt euch das an. Aber er ist schon, liegt top in der Hand, oder? Ja, ja. Du bist der? Ich bin der Marc. Das ist der Marc. Nicht wahr, oder? Nicht wahr, Alter. Ich, ja. Mein, ich bin eigentlich lebe ich in einem Comic. Das ist doch nicht normal. Komplett Einsteiger, jetzt wieder angefangen seit letztem Jahr, mir meinen ersten Bogen geholt und das ist halt... Das ist schon was, wenn man sowas in der Hand hat, denkt man halt. Knaller. Ne? Also, richtig also, geil. Zieh ruhig mal, wenn du magst. Man. Ja. Ja, gut, das Zugewicht. Ja, das Zugewicht. Aber das Spiel tut nichts zur Sache, aber das ist immer noch. Ein Handschmeichler, würde ich sagen. Hammer, ne? Richtig geil. Ja. So, hier noch eine kleine Detailaufnahme von wunderschönen Diemenhunter. Das ist halt schon was Einzigartiges. Das sieht richtig cool aus. Und wenn der Thomas mal kurz wegguckt, dann bin ich auch weg. Ach so, scheiße, wir sind ja zusammengefahren. Das funktioniert dann doch nicht ganz. Sorry. Und das ist noch meiner. Das ist halt auch was. Da habe ich immer ein Grinsen im Gesicht, wenn ich das Ding dann in die Hand nehmen darf. Da freue ich mich immer drauf.